Hallihallo und herzlich willkommen hier wieder bei Doom. Wir erinnern uns, wir sind immer noch da auf der Suche nach den Türen, denn wir haben alle Schlüssel, aber die dazugehörigen Türen noch nicht gefunden. Genau. Hier sind wir reingelatscht. Da waren wir auch schon drin. Für Leute, die es nicht wissen, wir spielen hier auf ultra schwer. Also nicht auf Nightmare. Es gibt noch einen Schwierigkeitsgrad, der drüber ist. Aber um ehrlich zu sein, habe ich da nachgeguckt. Beziehungsweise ich habe es mal kurz ausprobiert. Oh, jetzt haben wir alles leer gemacht. Das spawnen die ganzen Gegner halt einfach nur im Minutentakt dann wieder. Und da ich dieses Level-Design nicht auswendig kann, um genau zu sein, erinnere ich mich überhaupt nicht mehr dran. Ja, würden wir dann irgendwann ohne Muni dastehen und das Ganze hätte kein richtiges Ende. Zumindest nur ein böses Ende für mich. Jetzt stirb halt endlich. So, dankeschön. Genau, und deswegen haben wir hier Ultra Violence genommen. Der, denke ich, schwierigste Schwierigkeitsgrad damals gewesen. Ja, man kriegt hier gut auf den Sack. Es sind auf jeden Fall ordentlich viele Gegner. Haben auch irgendwas. Irgendwas passiert? Ist hier was offen? Nö. Also ich weiß es wirklich, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Level-Design hier ist. Hier geht's auf jeden Fall... Oh, die Kettensäge, die brauche ich nicht. Die haben wir schon. Die haben wir schon irgendwie im ersten oder zweiten Level gefunden. Aber ich muss... Oh, da ist die Tür. Jawohl, die such mal. Jawohl, du fettes Schwein, verpiss dich. Genau. Hier müssen wir hin. Ach, jetzt brauchen wir hier alle. Alle Schlüsselkarten. Okay. Okay, das war's dann definitiv. Halls of the Damned. Kills 96%, Items 96%, Secrets 100%. Yeah, besser geht's doch gar nicht. Wir haben wirklich alle Secrets gefunden, aber nicht alle Gegner. Okay, wo war der denn? Der hat uns im Laufen. Wir gehen dann in den nächsten Level. Spawning Vats. Okay, es grunzt direkt neben uns hier. Sehr freundlich. Man kriegt direkt auf den Dönitz. Sehr geil. So, wir speichern ab. Und dann geht's hier los. Hör auf zu grunzen. Das macht man nicht. Hier braucht man die blaue Schlüsselkarte. Er wartet schon sein ganzes Leben hier auf den Tod. Auf den Doom-Guy, der kommt, der ihn abknallt. Und jetzt ist sein großer Augenblick gekommen. So, mal ein bisschen stehen bleiben, warten, dass alle Murmeln weg sind und wieder reinjotzt. So, jetzt kommt hier der Große dran. Oh. Oh, oh. Irgendwie neben uns hat es noch gegrunzt. Da ist ein Raum, also ein Gang rechts. Ich vermute mal, da sind auch wieder Gegner drin. Scheiße, der Gang ist gleich vorbei. Jetzt ist mal Sterben dran, Großer. So, was ist denn das für eine grüne Murmel? Wer? Auch wenn ich die Schrotflintentypen hasse, weil man da so schlecht ausweichen kann, die geben einen wenigstens Muni. Nochmal eine Kettensäge. Brauche ich immer noch nicht. Es ist aber dunkel. Oh yeah. Piss dich. Du Freak. Du hässlicher Freak. Okay. Was auch immer mir das bringt. Wir speichern einfach mal ab. Ich glaube, das ist Unbesiegbarkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hätte ich mir ja die eventuell aufsparen müssen. Genau, ich denke, wir sind unbesiegbar. Das bedeutet, wir gehen hier mal ein bisschen schneller vor. Shit. Da hätte ich wahrscheinlich reingemusst. Und da wird man wahrscheinlich von allen Seiten angegriffen. Vermute ich mal. Ach, wollen wir jetzt einfach mal reingehen? Ich meine, für 155 Health ist nicht so wenig. Genau sowas hier. Manchmal kommen die auch nach. Seht ihr das? Auch wenn sie nicht allzu helle sind. Mann, ist das verwirrend. Okay, da brauchen wir die rote Karte schnell weg.
die rote Karte ist also die goldene Karte, die wir jetzt brauchen. Also die rote Karte ist nicht die goldene, aber das ist alles grüne Grütze. Das ist das Auge des Horus. Nein, das ist nicht. Oh, hier ist schon der Levelausgang. Ich speichere nochmal ab, Mensch. Ist so spannend hier. Irgendwo rechts, links, neben mir. Nee, irgendwas hat extrem gekreischt. Hier. Die dreckigen Freaks. Gibt's auf den Sack. Fall um. Jawohl, ja. Ah, hier haben wir noch einen. Und da ist der Unsichtbare, der letzte hoffentlich. Und da oben ist die Karte. Da komme ich auch wieder nicht ran. Toll. Ist hier irgendwo ein Geheimgang? Muss ich doch irgendwie rankommen. Wahrscheinlich hier rechts hoch. Nee. Oh, doch. Hä? Ich weiß es nicht. Ja, irgendwie werde ich ja da drankommen, oder? Das ist die Karte, die wir dann hier benutzen können. Oh, hallo. Kannst du hier durchschießen? Ja, kann er. Zeigt er uns eindrucksvoll und schießt uns gegen den Kopf. Sieht aus wie eine Tür hier. Ist aber keine. Sieht wirklich nur so aus. So ein Scheiß. Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Ich bin schon wieder ratlos. Muss doch irgendwie hier weitergehen. Hier. Irgendeine Tür hat sich bewegt. Ich habe keine Ahnung, Leute. Irgendwie geht's hier noch nicht weiter. Ist hier hinten noch was? Das ist das? Tja, vielleicht kommen wir irgendwie über einen anderen Weg dann dahin. Muss ja, ne? Muss ja. Okay, geht anscheinend erstmal nicht weiter. Brauche ich alles nicht. Hier haben wir soweit alles abgeknallt. Da hinten ging es doch auch nicht weiter. Blau haben wir auch nicht. So, Jungs. Müssen wir hier mal den anderen Weg da lang gehen. So, bitte mal umfallen. Jawohl. Oh, hier. Was ist das? Oh, oh. Ach, ihr Schweine. Ihr könnt doch nicht. Hier ist immer nur Muni. Muni ist gerade gar nicht so das Problem. Wir brauchen Schlüssel, Mensch. Ist hier noch irgendwas gewesen? Nee. Hey, nun läuft da noch einer. Ich sehe ihn doch. Reingerotzt. Oh, hinter uns. Oh, ist die Tür zu. Das heißt, wir müssen da jetzt durch irgendwie. Und da ist natürlich die Gatling Gun die richtige Wahl. Und raus hier. Komm, lass mich durch. Komm her. Den letzten Gnadenstoß gebe ich dir mit der Pumpe. Sehr schön. Hier oben noch ein bisschen Pumpenmuni. Was ist das? Es geht da runter. Boah, also die Schweine sind ja wirklich... Alter! Immer das hinter mir kommen. Wo kommen die her? Wo ist er denn hin? Wir haben noch ein bisschen Schrotflintenmuni. Nehmen wir mal mit. Da oben ist noch so ein Unbesiegbarkeitsteil. Toll. Jetzt, wo ich wieder alle abgeknallt habe. Wo ich es halt nicht brauche. Ha! Nehm's trotzdem mit. Oder? So. Haben wir einmal alle Farben hier durch. Jegliche Sehstörung haben wir jetzt drin. Hi, Leute. Wartet mal. Da könnte ich den noch theoretisch so alle machen, oder? Wenn ich jetzt unbesiegbar bin. Oder ist das nur... Irgendwie... Oh, oh. Bringt nicht so viel, wie ich dachte. Oh! Selbst von Watzt geschossen, ey. Das passiert mir immer.
Immer wenn ich einen Bazooka in der Hand habe, schieße ich mir alle selber vor den Latz. Das ist so zum Mäusemelken. Los, kommt mal raus, Jungs. Die machen ja gar nichts da oben. Lass ich euch einfach leben. Die blaue Karte haben wir jetzt. Das ist gut. Die suchten wir ja bereits. Ist da noch was gewesen? Ne, das war nur ein Toter. Alles klar. Jetzt geht's hier auch noch hoch. So. Hier hinten geht's noch weiter? Das ist ja echt. Wer lässt sich sowas einfallen? So ein Level-Design. Jetzt sind wir wieder hier. Gottes Willen. So, wieder 198%. Na gut, es geht auch noch. Da hält man gut was aus. Was ist da? Was war hier drin? Ne, da waren wir schon. Die blaue Karte. Oh Mann, ey, ich hab's schon wieder vergessen. Das nehmen wir mal nicht mit, oder? Wir werden wahrscheinlich nicht nochmal zurückkommen müssen. Dann nehmen wir es doch mit. Hi. Jetzt ist Frieden hier. Yeah. Eine gute Wahl hier, die Gatling Gun. Ich speichere mal ab. Jetzt sind wir wieder gut vorangekommen. Ah, jetzt kommen wir vielleicht auf die andere Seite, wo die ganzen Gegner... Oh, hier ist die gelbe Karte. Aber ich möchte jetzt noch da hinten hingucken. Da war ja noch was. Hier hinten ist noch was. Das ist ein Herz. Seht ihr das? Es war so klar, dass wenn ich in die eine Richtung gehe, dass auf der anderen Seite noch ein Schwein kommt und dann wollen sie mich in die Zange nehmen. Ja, nicht mit mir, Freund Blase. Was ist das? Irgendein Herz. Hm, hier ist aber nichts weiter. Ah, doch, ein Rucksack mit Muni. Ein Rucksack mit Muni ist ein guter Rucksack. Aber aufgegangen ist nichts. Na gut, Leute. Ach so, nee, jetzt muss ich wieder zurück. Ach Quatsch, was mache ich denn? Mensch. Nee, wo muss ich jetzt hin? Hier. Da, wo wir gerade die gelbe Karte geholt haben, die müssen wir runterjumpen. Runternüppen hier, hier. Und jetzt hier hinten müsste es weitergehen. Genau so ist es. Hi. Oh shit, Mann, wo kommt denn der her? Daneben. Oh, jetzt renne ich noch genau rein. Ich bin doch gerade irgendwie... Spiel scheiße, hab gerade einen Schlaganfall gekriegt, oder was? Auch wenn man darüber keine Witze macht. Oh, was tut mir denn weh? Irgendwas hat mir gerade wehgetan. Ich glaube, hier in der Mitte stehen. Ja, hier in der Mitte darf man nicht draufstehen. Oh, so viele Gegner. So ein großer Raum ohne Gegner, so rum. Ah, hier drüben habe ich reingebratzt. Ach, das waren die von eben. Alles klar. Hier muss es ja irgendwie weitergehen, ne? So ist es. So ist es. Hier drüben geht es weiter. Ich speichere mal ab, bevor wieder die Decke runterkommt. Oh, die rote Karte. Die wir jetzt wo einsetzen müssen. Oh, scheiße, ich habe wieder nicht aufgepasst. Die rote Karte. Jetzt haben wir alle Karten. Ja. Hier. Perfekt. Oh, oh. So, Freund Blase. Du fällst jetzt mal da unten in die Grütze. Genau so. Sehr schön. Ist hier noch ein Geheimnis? Nee. Okay, dann haben wir's. Spawning Vats finished. 100% gekillt. 77% der Items. Secrets 50 und 12 Minuten 3. Jawohl. Irgendein Tower. Irgendein Tower. Und das sind hier doch die... die im ersten Teil die Bosse waren.
Ist das jetzt hier schon wieder ein Boss? Okay, hier können wir die Treppen machen. Ach, komm her, nimm mal. Jetzt kriegen wir hier so viele Waffen. Ich vermute mal. Das sieht so ein bisschen nach einer Boss-Arena aus, oder? So symmetrisch. Ich höre auch irgendwas. Shit, ich komme nicht mehr rein. Hm. Komm nicht mehr rein hier. Oh, hallo. Kommt her jetzt. Hört auf mit dem Käse und sterbt einfach. Okay. Wo ist denn der? Irgendwas ganz Lautes ist hier in der Nähe. Irgendwas, was rumstapft. Und also wir sind jetzt gut ausgerüstet. Wer auch immer das ist, er kann kommen. Was macht denn ihr da drinnen, Jungs? Ihr müsst draußen warten. Geschlossene Gesellschaft da drin, hä? So, 53. Das in der Mitte nehme ich mal nicht mit, falls es eng auf eng... Wenn es richtig eng wird hier, dann kann ich mir nochmal 200 HP abholen. Oh, da hinten ist er. Seht dann. Speichern wir mal ab, falls es in die Hose geht. Hier bin ich, Freund Blase, komm her. Komm her, mach mal so. Ich treff's halt nicht, er zieht nicht hoch. So, jetzt speichern wir nochmal ab und dann geht's eigentlich, glaube ich, nur noch um den Typen da drin, oder? Wow! Der hat einen Raketenwerfer. Aber wir haben auch einen Raketenwerfer und unsere ist dicker. Weil der hält viel mehr aus als ich. Habe ich so das Gefühl. Der hält auf jeden Fall gut aus hier. So. Er müsste doch bald tot sein, oder? Er ist aber cool. Ist der nicht auf dem Cover von Doom 2? Der Typ hier, der sieht irgendwie so aus. Wenn ich jetzt nicht mehr genau das Cover kenne. Nein, nicht so dicht an mich reinkommen. Oh, der zieht gut ab hier. Jawohl, ja, das war er schon. Und wir haben es geschafft. Tja, Leute, das war die zweite Episode von Doom 1. You've done it. Den Cyber Demon Lord haben wir besiegt. Genau, den verlorenen Deimos Mond, die Mondbasis, der das eingenommen hat. Okay, wir wissen immer noch nicht, wo wir sind. Ich lese mir das hier gerade durch und versuche das... Oh. Okay, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und es erstreckt sich vor uns... Die traurige Wahrheit, dass wir nicht nach Hause gehen können. Sondern dass wahrscheinlich noch irgendwas passiert. Passiert hier noch was? Ich weiß es nicht. Eigentlich irgendwie nicht. Ich glaube nicht, ich drücke einfach mal Escape. Es bleibt wirklich bei diesem Bild. Und die Zeit ist noch nicht ganz rum. Wir starten einfach die nächste Episode. Inferno. Genau. Da geht's jetzt weiter. Und ja, ich mache dann aber direkt am Anfang der nächsten Episode dann Schluss. Aber wir können uns ja schon mal den Anfangsbildschirm angucken. Wir spielen es wieder auf Ultra Violence. Gucken wir uns mal hier um. Die Umgebung sieht ja schon mal... ziemlich organisch aus, oder? Wir laufen hier auf dem Gehirn rum. Und ja, es sieht ekelhaft aus. Sehr, sehr eklig. Na gut, Leute.
Aber das machen wir dann das nächste Mal. Hier bei Doom auf Lindark. Haut rein, bis dann und tschüss.